Und hier mal ganz kurz der Grund, warum ich die Post so liebe. Ich habe mir vor einiger Zeit auf eBay ein Mainboard bestellt. So, und das kam halt aus dem Ausland und es hieß, okay, dauert total lange, bis es da ist. Überraschenderweise war die Post wohl doch wesentlich schneller und das Teil ist schon vor genau 10 Tagen angekommen. So, nun ist Folgendes passiert. Ich war heute noch verzweifelt schnell, weil Wochenende und so weiter war ja auch noch dazwischen. Feiertage und so. Jedenfalls war ich noch gerade eben schnell auf der Poststelle und das Paket war wohl schon leider nicht mehr da. Ich habe den Verkäufer also kontaktiert, ihm die Situation geschildert und gefragt, ob der bitte noch mal ein Mainboard schicken kann, weil das andere geht ja jetzt eh zurück, per Priority Mail. Ich würde natürlich auch zahlen. Und der Händler hat mir geantwortet, dass laut ihrem Tracking das Paket noch gar nicht am Zurückkommen ist und das geht auch nicht zurück. Sie nehmen gar nichts zurück an. Und ich soll mal bei der Post nachfragen. Nun, und ich habe dann mit der Tracking-Nummer jetzt selber ein bisschen recherchiert. Und anscheinend kommt das Ganze per DHL E-Commerce, was wieder mal irgendwelche Tochterunternehmen von DHL sind. Naja, wie auch immer. Die Sache ist die, laut dem Tracking befindet sich die Lieferung noch in Zustellung in der Stadt neben meiner. Ja, ich wohne in XXX und angeblich sei es noch in Zustellung. Nun, außerdem, bei der Lieferung handelt es sich um eine Lieferung, wo man Zoll zahlen muss. Ich weiß nicht. Irgendwie. Die Sache ist komisch, also dachte ich mir, eigentlich sollte hier stehen, irgendwie Retour oder so. Scrollst du mal nach ganz unten. Und suchst hier den Punkt aus, an wen kann ich mich wenden, wenn ich mein Paket nicht erhalten habe. Na? Ich habe ja eine Abholkarte, aber irgendwie war nichts da und die Zeit ist ja eh schon überschritten, deswegen geht es ja zurück. So zumindest die offizielle Aussage von dem Kundenshop. Und ja, wenn der Händler auch nicht helfen kann, ja, kann er nicht, ich hatte ja schon Kontakt, er hat gesagt, ich soll mich bitte mal darum kümmern, dann kontaktieren Sie den DHL E-Commerce Kundensupport. Also, so mögen wir hier draufklicken. Und wir kommen zu einer Seite. Please select your country from the following options und Ausklappmenüs. Dann denkst du dir, okay, englischsprachig, also wird es wohl Germany sein. E bis L, blub. Wo ist es? Wo ist es? Kein Germany. Gambia ist da, Georgia, Ghana, aber Germany fehlt, ja. Okay, wird es wohl bei A bis D sein, wie D wie Deutschland. Jetzt scrollen nach unten und Dominica und die Dominican Republic ist da. Und das war's. So, was zum Fick? Was ist das für ein Customer Support? Naja. Mal schauen, vielleicht. Ich werde morgen früh nochmal bei der Post vorbeischauen, bevor ich zur Arbeit fahre. Vielleicht ergibt sich was Neues. Naja, aber in dem Sinne, mal schauen, wie das weitergeht. Die Geschichte vom verschollenen Mainboard. Ich krieg die Krise. Naja, das war's eigentlich schon. Ich wollte mal meinen Frust ablassen. Und noch ein kurzer Nachtrag. Ja, man sieht ja, ich sah gerade, als ich noch das Video angeguckt habe, sehe ich, oh, unten ist ja ein fetter roter Text. Richtig schön eigentlich. Senden Sie uns eine E-Mail, falls Sie weitere Fragen haben. Oder rufen Sie uns an. Oh ja, ich liebe es, mit Menschen am Telefon zu reden. Ja, also die Hoffnung in mir stieg. Aber der Hohn des Ganzen, ja, bla bla bla, Kontaktinformationen sowie Kontaktformular finden Sie auf der Kontaktseite. Und wir landen wieder hier. Und es ist genau dieselbe. Es gibt kein Deutschland und es gibt kein Germany. Ja. Alles beim Alten. Ich habe gerade sogar spaßeshalber und aus Verzweiflung United States of America zumindest gefunden und dachte mir, okay, cool. Ja, und dann, okay, contact us. Aber das ist halt natürlich irgendeine ausländische Nummer und darauf habe ich eigentlich keinen Bock. Aber mal schauen, vielleicht tue ich mir das an. Naja.